Ja, hallo, ich bin Tanja. Ich bin Kurvenunternehmerin. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen Dingen rund um das Thema Plus Size. Mich bewegt hauptsächlich meine Gesundheit. Ich möchte schon auch ein bisschen an Gewicht verlieren, aber mir ist tatsächlich meine Beweglichkeit, meine Mobilität mit am wichtigsten. Es wird anstrengend, es wird auch sicherlich Muskelkater geben. Ich freue mich aber natürlich trotz alledem sehr auf das Projekt. Ich bin bis in die Zehenspitzen, sagen wir das so, motiviert und bin ready to go. Tanjas Ernährungsplan beginnt damit, dass wir erstmal lernen, bewusst zu essen. Das heißt, wir haben bei ihr erstmal 3 Mahlzeiten eingeführt und dazwischen nichts mehr. Tanja ist ganz neu im Sport. Sie ist zwar viel am Walken und auch am Schwimmen, das macht sie sehr gern, aber Krafttraining ist für sie was komplett Neues. Im E-Gym-Zirkel habe ich insgesamt 7 von 9 Geräten, an denen ich trainiere. Und ich hatte total Spaß. Es ist nicht so, dass ich auf allen 4 kriechend hier rauslaufe, aber ich gehe gestärkt und ich merke halt innerlich, dass ich etwas für mich getan habe. Also bei den Trainingsinhalten ist es so, dass wir intensiver werden, dass das Gewicht mehr wird, mit dem man trainiert. Wir haben den Trainingsplan natürlich individuell auf sie abgestimmt. Das heißt, sie hat jetzt ein bisschen mehr Bauch, Beine, Po zum Beispiel drin gehabt, weil sie es gern wollte. Bintu hat meine Ernährung schon ziemlich auf den Kopf gestellt. Ich verzichte auf Weizen. Ich esse abends keine Rohkost und auch kein tierisches Eiweiß. Ich trinke deutlich weniger Kaffee. Wir haben in dieser Woche auch mit dem Veluvia-Stoffwechselprogramm angefangen. Das bedeutet, ich ersetze eine Mahlzeit am Tag durch den Veluvia-Shake. Und ich bereite ihn zum Beispiel mit Mandelmilch oder mal mit Sojamilch zu. Ja, das funktioniert. In Woche 3 habe ich mit Tanja viel Bodyweight-Übungen gemacht, 1-2 Handelübungen mit eingebaut. Tanja erreicht komplett meine Zielvorgaben. Ich scheue sie natürlich echt bis ans Maximum. Manchmal schimpft sie mit mir, aber danach lachen wir beide und haben richtig was erreicht. Change your mind, change your attitude. Also wenn man dieses richtige Mindset mitbringt, glaube ich, daraus entwickelt sich ganz viel. Und dann ist der Gewichtsverlust ein Nebenschauplatz und ist nicht das Wichtigste. Und das ist es halt auch letztendlich nicht. Es geht heute immer um Gesundheit gehen, um ein besseres Körpergefühl. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall jetzt in den letzten 3 Wochen schon besser hinbekommen. Also Woche 4 wurde ich auf jeden Fall mehr gefordert. Ich habe mit meinem eigenen Körpergewicht gearbeitet und wir haben halt auch wirklich viel mit Liegestütz, mit den TRX-Bändern gemacht und das geht ordentlich hier so auf die Muskeln. Wir haben einmal Intervalltraining auf der Skillmill gemacht. Das ist ein Laufband, was so ein bisschen gebogen ist. Haben wir dann einen kleineren Aufschlagwinkel, das heißt, es ist deutlich knieschonender und trotzdem extrem anstrengend. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich so gelernt habe in den letzten 4 Wochen, ist, dass es gut tut, an seine körperlichen Grenzen zu gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel in der 3. und in der 4. Woche gemerkt, dass ich deutlich besser die Treppen hochkomme. Also liegen bleiben ist halt keine Option. Man muss sich halt, auch wenn es vielleicht wehtut und ein bisschen Schmerz, bewegen, um dahin zu kommen, wo man hin will. Fazit für die Zeit der Kur ist für mich auf jeden Fall, dass ich beweglicher bin, dass ich wacher bin. Mir geht es damit echt gut. Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall vieles von dem, was ich gelernt habe in den letzten 4 Wochen, auf jeden Fall auch weitermachen werde. Ich mache weiter mit Sport und der guten, gesunden, abwechslungsreichen Ernährung und dann mal gucken, wo ich hingelange.